bin der Thomas. Ist der schon das gute Spiel? Sorry, aber wenn wir uns gegenseitig vorstellen, dann nee, da können wir ja vielleicht kurz in die. Können wir ja kurz in die Kamera gucken. Also, lieber Thomas. Mein Name ist Thomas Spreitzer, ich bin der Marketingleiter von T-Systems und bin heute hier, um über Führung zu sprechen. Mein Name ist Wilm Spruser, bin CEO von W und ja, helfe großen Unternehmen in der digitalen Transformation, insbesondere vom Mindset her, wie man da den Wandel bekommt. Man versucht, klassische Strukturen abzubauen und Projektorganisationen zu implementieren. Man muss eine emotionalisierende, überzeugende Vision implementieren, dass die Mitarbeiter daran glauben. Dass sie den Rahmen schaffen. Genau. Und man muss ganz viel mit den Mitarbeitern daran arbeiten, dass sie auch in der Lage sind, so kurzfristig Entscheidungen treffen zu können, um dann die Vollstärkung eines Netzwerks auch wirklich zu nutzen. Mhm. Wobei ich die These gar nicht unbedingt stützen würde, dass Unternehmen notwendigerweise überall und immer Netzwerke sein müssen. Ich glaube, dass es nach wie vor eine sehr klare Verantwortungsstruktur auf der einen Seite braucht, aber natürlich die Agilität, die Geschwindigkeit, die man über Netzwerke auch reinbekommt, oder? Ja, beim Marketing ist halt die Sache, dass es gibt ja fast keine Marketingkampagne mehr, wo ich nicht Multichannel habe, also über verschiedene Abteilungen hinweg. Genau. Deswegen, ich kann die Organisation, die Linienorganisation eh nie richtig bauen, egal wie ich sie schneide. Ja, genau. Deswegen brauche ich Projekte oder jetzt Netzwerke, ist für mich eigentlich das Gleiche. Der Unterschied ist zwischen Netzwerk und Projekt, dass ich beim Projekt ein Ziel habe. Ja, aber ansonsten versuche ich auch verschiedene Skills zusammenzubringen in der Art Community, um da mehr rauszubekommen, als wenn ich sie in den Silos habe. Und insofern ist jetzt die Frage, wie man es interpretiert, ob man Netzwerke braucht oder nicht. Ja. Ich glaube, die große Herausforderung, gerade in großen Organisationen wie T-Systems oder Telekom, ist doch eher, wie kann ich Freiräume schaffen, um überhaupt Vernetzung zuzulassen. Weil klassisch gibt es ja in jedem Moment eigentlich einen klaren Chef, eine klare Zuordnung. Aber wie gelingt es, diese Freiräume zu schaffen? Ja, ich glaube, das Problem ist, man kann es nicht so machen wie in Startups, wo wir sagen, okay, jeder hat 30% seiner Zeit und kann sie einfach frei verwenden. Ja. Daran glaube ich nicht in einem Corporate-Umfeld. Ich sage bewusst Corporate-Umfeld, sondern das versuche ich eben, indem ich die Ziele gar nicht so scharf mache, sondern mehr das Big Picture vermittle. Und dann sage, such dir die Leute in dem Projekt, die du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Und wenn dann die Leute anfangen loszulaufen, dann hast du automatisch diesen Freiheitsgrad, weil sie dann eben keinen detaillierten Plan von mir bekommen, sondern sich die Leute suchen und anfangen, selber Ideen zu entwickeln. Und das ist eigentlich die Strategie, die ich da verfolge. Ist es denn gerade so einfach in so einem Laden wie jetzt der Telekom, dass die Leute loslaufen können? Sind die Strukturen da, dass sie loslaufen können, sich einfach vernetzen können? Also vom Grundsatz, ja, vernetzen können die Leute. Das ist auch bei uns, würde ich mal sagen, gar nicht so das Problem. Die Kultur der Telekom ist eigentlich eine soziale Kultur. Die ist gar nicht, weil sie eben nicht so amerikanisch ist. Das heißt, die Vernetzung auf der menschlichen Ebene ist gar nicht das Problem. Die größere Herausforderung ist, es auf der inhaltlichen Ebene so zu machen, dass sie sagen, sie geben eben nicht Ziele in der Linienorganisation, sondern zum Kunden hin und sagen, und dann geht das über unterschiedliche Abteilungen hinweg. Dann wird es schwierig. Weil dann spielen Bereichsegoismen eine Rolle, Politik und solche Dinge. Und das ist dann eher die Schwierigkeiten, wo Mitarbeiter frustriert werden, gerade die, die eigentlich gut sind. Das ist eigentlich auch das, was ich in vielen Unternehmen beobachte, dass wenn du einen Bereich hast, der in irgendeiner Form stärker netzwerkartig arbeitet oder agil arbeitet, ne, also nach Scrum oder Kanban oder Ähnlichem, es knallt nicht innerhalb der Teams, sondern es knallt in der Regel genau an den Schnittstellen. Das heißt, selbst wenn man ein Marketing-Team perfekt netzwerkartig aufstellt, solange die Vertriebsorganisation als Hauptansprechpartner nicht genauso aufgestellt ist, muss es zwangsläufig knallen, weil der Vertrieb wird sagen, ich hätte gerne meine klaren Ansprechpartner und rums bist du wieder genau in der Hierarchie drin. Genau. Ja, ist leider genau das Problem, weil man eben nur in einem Mikrokosmos ist. Und wenn der Makrokosmos anders funktioniert, dann kann man das bis zu einem gewissen Grad durchhalten, dass man sagt, es gibt ein, zwei Dinge im Jahr, die sind mir so wichtig, dass ich eher versuche, andere Organisationen so zu beeinflussen, dass sie mitlaufen. Das schafft man dann für ein, zwei große Themen, aber das schaffst du nicht im Daily Work. Und dann hast du genau das Problem, was du gerade beschreibst, dann werden die Leute frustriert, weil sie innerhalb des Teams diese Zusammenarbeit haben und das Netz, aber eben dann in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen gegen Wände laufen. Spannend finde ich ja, wenn man Marketing so ein Stück weit auch als
Plattform versteht, dass man sozusagen Plattformen fürs Unternehmen baut, wo Vernetzung stattfinden kann. So wie wir das mit dem Automotive Reloaded Open Space mehrfach gemacht haben. Ja. Das fand ich eigentlich ein schönes Beispiel, wie man sagen kann, okay, ich habe auf der einen Seite Mitarbeiter des Unternehmens aus unterschiedlichen Bereichen, die dort zusammenkommen, aber ich habe auch Kunden, ich habe Partner, die sich dort vernetzen können und einfach offen über Themen auch diskutieren können. Mhm. Eben das war ja der reine Netzwerk. Absolut. Und es hat ja auch funktioniert in der persönlichen Beziehung, genau. Ne? Sprich, diese Events haben ja wunderbar funktioniert. Kunden, Partner, T-Systems, Mitarbeiter waren happy, haben interessante Ideen entwickelt. Was dann schwierig ist, und das zeigt sich dann eben wieder, wie bekommt man solche Ideen dann in den Implementierungsstadium? Und dann beginnt die Grenzen, weil die ja dann in diesem Fall nicht nur im Unternehmen sind, sondern auch noch Unternehmensgrenzen überschreiten. Und andere Konzerne natürlich die gleichen Probleme haben. So, und wenn Sie dann 20 Konzerne und 10 Partner und noch die eigenen Grenzen überspringen müssen, um so eine eigentlich genau richtige Idee zu realisieren, wird es verdammt schwer. Das ist auch wieder genau der Punkt mit dieser Schnittstelle. Wie manage ich zwischen, ich mache einen Tag, vernetzt, viele Ideen, wunderbare Motivation, aber dann der Übergang in, wie manage ich dann wirklich die Ressourcen, wie manage ich ein hartes Projekt und vielleicht auch mit einem Kunden, das ist dann genau dieser Übergang. Und da scheitern fast alle Unternehmen dran, wie manage ich die Schnittstellen, also Otto auch als Beispiel, die ein wunderbares agiles Team aufgebaut haben, aber jetzt die Herausforderung haben, nachdem die Otto.de-Plattform live gegangen ist, sie auf einmal in den Alltagsbetrieb quasi wieder in hierarchischen Methoden arbeiten müssen, ist extrem herausfordernd für den ganzen Konzern. Klar, und dann ist es dieses Knowing-Doing-Gap. Ne? Also man hat ja, wenn man jetzt die CROs nehmen, die haben im Schnitt zwischen 50 und 70 Projekte am Laufen. Und dann sind noch gar nicht die ganzen neuen Themen, sondern das ist einfach die alte IT managen. Managen, strukturieren, Kosten irgendwie runterbringen, zu flexibilisieren. Sondern dann kommen die ganzen neuen Themen, die alle nur on top kommen, wofür die dann noch 20% der Ressourcen haben. Und da konkurriert man natürlich genau mit Politik, mit Macht, mit allen möglichen Dingen. Und das wären dann solche Themen, wo wir dann reingehen. Aber sind eigentlich die CIOs für euch noch die Ansprechpartner oder ist das eher im Marketing? Doch, die CIOs sind noch Ansprechpartner, weil am Ende viele ja feststellen, dass wenn sie schnell meine App mit einer Agentur implementieren, dass ihnen dann danach bei dem Thema Compliance, bei dem Thema Datenschutz, bei Performance, bei der Integration dann im Prinzip alles um die Ohren fliegt. Mhm. Ja, deswegen, unsere Strategie ist tatsächlich so eine Zangenbewegung zu sagen, wir wollen die Marketingleiter, die HR-Leiter, denen helfen, dass sie besser verstehen, was eigentlich die Probleme auf der IT-Seite sind, also Datensicherheit und Ähnliches. Und wir wollen auf der anderen Seite den CIOs helfen, dass sie mehr Business denken und eben nicht nur aus der Technologie heraus argumentieren und auch bereit sein müssen, ein paar Kompromisse einzugehen. Und wenn beide offen sind und aufeinander zugehen, miteinander arbeiten, funktioniert das auch. Nur es ist gar nicht so einfach. Beide haben da so Berührungsängste. In Netzwerken spielen ja logischerweise die Menschen eine extrem große Rolle. Wie löst ihr das im Marketing? Also es geht ja weniger um, ich habe jetzt hier die starke Marke und die Kraft meines Logos nach draußen getragen wird, sondern die Menschen tragen ja gerade im B2B-Business die Marke nach draußen. Ja. Wie arbeitest du dann mit den Menschen? Das ist eigentlich der Grund, warum wir eben nicht mehr unsere Markenwerte in den Vordergrund stellen, von der Kampagne, von der internen Vermarktung und Branding, sondern die Story. Okay. Weil Menschen Stories erzählen und Stories glauben oder nicht glauben. Ja. Und diese Zero Distance to the Customer Story, die eben dann über den Wandel spricht, digitalen Wandel haben wir heute auch gehört, und dann runtergeht und sagt, wie können wir unseren Kunden eigentlich helfen, in diesen digitalen Wandel reinzugehen und zu transformieren. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ist nicht in einem Satz erzählt, wie ein Markenwert, wo ich sage Flexibility, Reliability. Wo man alles irgendwie reininterpretieren kann. Passiert aber auch nichts bei den Menschen, wenn ich ihnen die drei Werte erzähle. Genau. Gar nichts. Ja. Oder bei jedem was anderes. Ja. Während diese Story ist eben dann so, dass wir sie durchdeklinieren und jetzt seit eineinhalb Jahren auch kontinuierlich erzählen, auch intern schulen und Produkte angefangen haben, in diese Richtung zu entwickeln. Lösungen, Vertrieb danach schulen. Das heißt, es ist eben mehr als ein Marketing. Das heißt, für dieses quasi selbstorganisierte Markenauftreten nach draußen schaffst du über Storytelling einen klaren Rahmen, wo die Leute sich mit identifizieren und sagen, okay, Zero Distance, das ist die Story, die ich nach draußen trage. Genau, und dann auch mit Fragen kommen. Und es ist dann passieren auch lustige Dinge, weil gerade am Anfang
Anfang haben die nicht alle das richtig verstanden. Dann haben die auch begonnen, Zero Distance anders zu interpretieren, im Sinne von, wir müssen einfach nur oft beim Kunden sein. Ist nicht falsch, ja, brauchen wir nicht die Intention. Und so haben wir dann auch solche Dinge mit integriert und haben die aufgearbeitet. Wie schaffst du das? Also im Prinzip, wenn du intern die Schulung machst, ist das ja ein Stück weit auch HR-Aufgabe. Wie sind da die Schnittstellen oder wie arbeitet ihr? Ja, also ich meine, wir haben zum Beispiel ein konkretes Projekt zusammen mit dem Geopepping, unserem HR-Leiter, aufgesetzt. Wir nennen es Executive Speaker Program and Community. Englisch, darum geht es im Wesentlichen, dass wir sagen, ich wusste es nicht. Sollen wir es noch geschwind übersetzen? Ja, genau, in Italienisch. Sì, claro, non c'è problema. Tutte le interview in italiano, non c'è problema. Also, das heißt, was wir dort machen bei dem Executive Speaker Program ist, wir haben gesagt, die wichtigsten Redner für uns, die uns vertreten, auf Handelsplattformen, auf Euroform, auf solchen Veranstaltungen wie hier, müssen wir sicherstellen, dass die Zero Distance Story verstehen, dass die Positionierung verstehen und dann aber eine Adaption machen. Also haben wir angefangen, die in so ein Programm zu packen. Wir haben angefangen, die weiterzuentwickeln, das heißt mit Personal Training, Coaching, mit einer Eingruppierung. Wir haben jetzt eine Datenbank, wo wir genau sagen können, wer ist geeignet, vor Techniker zu reden, wer vor Business Executives, wer vor 1000 Leuten und wer lieber nur vor 10. Ja? Und so gehen wir jetzt zusammen mit HR das Thema an, weil es hat was mit Skill Management zu tun, aber und mit Community, weil die Speaker untereinander sich über die Internet-Plattform austauschen. Aber eben das kann ja eigentlich nur der Anfang sein, weil Speaker sind ja relativ wenige, aber es gibt ja ganz viele in eurem Unternehmen, die auch mit Kunden sprechen, egal ob jetzt Customer Service oder eben Vertrieb oder was macht ihr mit denen? Also wir haben unter anderem deswegen auch entschieden, dass das Sales Enabling, Sales Training Thema jetzt zum Marketing gekommen ist, genau aus dem Grund, schon mal alle Vertriebsleute im Prinzip mit der gleichen Story aufzumonitionieren und aber auch dem Marketing Feedback zu geben, welche Teile der Geschichte funktionieren vielleicht nicht so gut beim Kunden. Das heißt, bei euch ist tatsächlich ein Teil von der klassischen HR-Aufgabe, so quasi das Streamlinen und das Wertevermitteln ins Unternehmen rein, macht ihr viel stärker jetzt über die Story. Genau, wir machen das aber zusammen, wir haben so ein Steering-Committee, da sitzt HR und Marketing gleichberechtigt drin und auch unsere Teams arbeiten, das heißt, die HR-Abteilung kümmert sich eben mehr um die Fragestellung, wie setze ich jetzt das Training auf, wer ist der Trainer, wer ist der Moderator und wir machen die Inhalte. Wir machen eben, wie komme ich von Produktselling zu Business. Das ist ein Schnitt. Und die Didaktik. Und die Didaktik. Sehr schön. Cool, also das habt ihr richtig schön gemacht. Okay, also was ändert sich? Ich glaube, dass es mehr denn je notwendig ist, als Marketingleiter auch zu netzwerken und eben mit den Menschen, die uns nahe sind, inhaltlich nahe sind, also zum Beispiel Vertrieb, aber sicherlich auch HR, und Consulting und solchen Funktionen sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten und immer inhaltlich getrieben. Eben nicht, was oft in der Vergangenheit der Fall war, rein emotional eine eigene Markenwelt aufbauen, losgelöst vom Business, das wird nicht mehr fliegen, sondern vertriebsorientiert, kundenorientiert. Am Ende haben wir das gleiche Ziel, den Kunden happy machen. Und eigentlich hast du eine sehr spannende Aufgabe, weil du, wenn man wieder diese beiden Systeme, diese zwei Betriebssysteme des Unternehmens nimmt, einerseits die Verantwortungsstruktur und auf der anderen Seite eben die Netzwerkstruktur, dann ist ja in der Verantwortungsstruktur ganz klar definiert Budgets, Budgetverteilung, wo du quasi von oben auch Vorgaben, Vorschläge machen kannst, aber das abstimmen musst und das nach unten weiter entscheidest. Auf der anderen Seite hast du eben aber auch diese Netzwerkführungsfunktion, wo du ein ganz wichtiger Knotenpunkt bist, eben in dieser Vermittlung der Story in das ganze Unternehmen herein. Also ich finde, es ist ein schönes Beispiel, wie du quasi gleichzeitig diese zwei Betriebssysteme lebst als Marketingleiter. Ja, und ich meine auch diese Story, diese Zero Distance Story zum Beispiel über die Digitalisierung, als ich die 2012 entwickelt habe, da war noch nicht jeder über den digitalen Wandel gesprochen. Da hat das natürlich auch die 2012 Strategie. Hat nicht jeder über den digitalen Wandel gesprochen, ist klar, lassen wir uns auf der Zunge vergehen. Ja, das ist so. Ich meine, jetzt redet ja jeder in der Werbung über digitale Transformation. 2012 war das noch nicht der Fall, obwohl er da auch schon da war. Und da hat das natürlich auch Einfluss genommen auf die Strategieentwicklung. Mit Sicherheit haben wir jetzt nicht mit einer PowerPoint-Präsentation die Strategie gemacht, aber wir haben eben an vielen Punkten doch das Nachdenken nochmal beeinflusst. Wie stellt ihr denn eigentlich sicher, weil
vorhin haben wir ja auch gelernt, Strategie ist eher was Fluides. Es ist nicht, man entscheidet es und dann zieht man es die nächsten 10 Jahre durch, sondern es ist eigentlich eher ein Prozess. Ja. Habt ihr da irgendwas definiert, dass ihr dafür sorgt, dass diese Strategie permanent adaptiert wird, dass sie eigentlich eher eine agile Strategie entwickelt? Also im Marketing mache ich das im Prinzip so, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Mhm. Die Zero Distance Story, die habe ich schon 2-3 Mal in unterschiedlichen Ausprägungen den Mitarbeitern erzählt, mit denen darüber diskutiert, um sicherzustellen, die verstehen diese Vision, dieses Big Picture. Dann leiten wir zwar pro Jahr daraus Ziele auf einer hohen Ebene ab, aber im Endeffekt sind diese Ziele immer nur eine Konkretisierung dessen, was ich schon vorhin in der Story erzählt habe. Und deswegen haben die Mitarbeiter auch relativ wenig Probleme, wenn man nach einem dreiviertel Jahr die Ziele ändert und sagt, pass mal auf, den Punkt haben wir zwar erreicht, aber ihr wisst bei der Story, das und das, darauf kommt es an, haben wir festgestellt, wir müssen eher den Weg noch gehen. Dann haben die kein Problem mit, weil es ist ja nicht, ich wechsle nicht von heute auf morgen komplett die Richtung. Die Richtung bleibt gleich. Ja, ich nehme nur vielleicht mal ein anderes Fahrzeug. Ja, okay. Hast du ein schönes Beispiel für das Thema Zero Distance, weil wir jetzt so oft drüber gesprochen haben? Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr schon begonnen, die bestimmten Business Executive Bereiche, eben die Marketing-Leute zu adressieren, haben wir mit der Absatzwirtschaft gemeinsam was gemacht und haben einfach festgestellt, dass es noch nicht zielführend ist, weil die Gesamtunternehmung noch nicht in der Lage war, aus so einem Lead dann auch tatsächlich Geschäft zu machen. Okay. Produktseitig, vertriebsseitig. So, deswegen haben wir erst einmal uns vorgenommen, mehr Training zu machen, an der Produktentwicklung noch 2 Schritte zu machen und werden das jetzt in einem neuen Reifezyklus eben wieder angehen. Also. Und das ist eben genau so ein Trial-and-Error-Prinzip, wo man dann auch manchmal die Organisation dahin bringen muss, dass man sagt, da ist jetzt der Lead und wenn man dann feststellt, es ist noch nicht so weit, dann muss man eben nochmal eine Iterationsschleife. Weil ich finde das Thema Zero Distance eigentlich sehr schön, weil das steht ja auch für ein Netzwerk, steht ja genau für die Aufgabe, die alle Unternehmen, eure großen Kunden haben, wie komme ich näher an den Kunden ran, wie reduziere ich sozusagen die Distanz auf Zero. Genau. Und das kann ja nur über Netzwerken funktionieren, also den Einbau von bestimmten Netzwerkmethoden in die Produkte der Kunden. Genau.